Hallo Leute, und willkommen zu einer Folge von Rocket League. Heute mit der dritten Folge vom Format Bardos Rocket League Schule. Bei diesem Format gucke ich mir Wiederholungen von euch an und gebe euch so gesehen ein Coaching. Das heißt, ich werde gucken, was ihr gut macht, was ihr schlecht macht, werde euch Tipps geben, woran ihr arbeiten müsst. Und das machen wir hier im Video. Problem dabei, ich hatte nach Wiederholungen gefragt und drei Leute haben sich getraut, mir die Wiederholung zu schicken und haben es auch richtig genannt. Und zwar, wenn ihr eine Wiederholung habt, geht auf die Seite ballchasing.com und nennt die Bador. Problem dabei, zwei der Wiederholungen sind Spiele, wo irgendwie 6-0 gewonnen wurde. Ich sag mal so, das wirkt dann nicht, als ob ihr wirklich Tipps haben wollt, sondern eher so, ja, hier, zeig doch mal mein geiles Gameplay, damit Leute mal sehen, wie gut ich bin. So, das ist doch sinnlos. Schickt mir doch eine Wiederholung vom Spiel, wo ihr knapp gespielt habt, knapp verloren habt, knapp gewonnen, aber wo man auch wirklich mehr sehen kann als A. Ihr habt in 10 Sekunden 50 Tore gemacht. Glückwunsch. Das ist doch sinnlos. Eine Wiederholung war gut, das war ein knappes Spiel, ich glaube auf Champion 1 Niveau. Und dann habe ich noch eine Platin 3 Partie so rausgesucht, die wir uns immer angucken. Das ist die Champion 1 Partie. Von angesprochen wurde die reingeschickt. Erstmal optisch kritisch, dass ein Auto orange ist, obwohl da Team blau ist. Aber das geht halt nicht anders mit den Teamfarben. Ich verstehe das schon. Krabby oben drauf ist okay. Und ich denke mal, sein Ziel ist es, sich in Champion 1 zu etablieren und weiterzukommen nach Champion 2. Logisch. Kickoff ist natürlich Geschmackssache, ist kein zweier Team. Ich mag das nicht, wenn man zum Fullbus geht zur Seite. Ist meiner Meinung nach zu gefährlich mit zufälligen Leuten. Hier in der Situation jetzt kannst du theoretisch früher pushen, weil der ist ein bisschen weit weg vom Ball. Aber lieber zu viel Vorsicht als zu wenig. Hier hingegen machst du einen klassischen Fehler, den macht man sonst sehr oft in 1 gegen 1 Situationen. Und zwar, wenn wir einmal hier kurz rausfliegen. So, hier. Du deckst hier im Grunde die Wand viel mehr ab als das Tor. Und deswegen kann er ihn recht leicht reinkurven, weil du zu weit links stehst. Das, beziehungsweise rechts, in diesem Fall. Das habe ich aber auch ganz oft. Das haben richtig viele Spieler im 1 gegen 1, dass man schlecht einschätzt, wo das Tor eigentlich ist. Und viel zu sehr das Nichts deckt. Und dann ist der Schuss relativ leicht für ihn. Muss man vielleicht sogar sagen, hast die 12 Boosts hier noch gebraucht, hättest vielleicht noch ein bisschen mehr in die Mitte stehen können. Hätte man früher challengen können. Aber gut, hat er reingemacht, das Tor. Macht nichts. Wirst du wahrscheinlich eh denken, näher am Tor stehen. Pass. Ich finde hier übrigens gut, dass beide einen Dachaufsatz haben. Sieht man sonst ganz selten, aber hier einfach beide. Ist gut. Ja, wird gedreht. Und dann geht er rein. Kannst du im Grunde nicht so viel machen, wenn du dich da verkeilst. Ist halt einfach unlucky. Quer zum Full Boost. Wie gesagt, bin ich kein Fan von. Hoher Ball. Wollte aufs Tor schießen. Hat nicht ganz gepasst. Wird er sich ja eh selber denken, muss ich zu sagen. Und dann schlecht verteidigt. Okay. Muss aber sagen, den Schuss an sich finde ich jetzt nicht verkehrt. Also er hätte sich theoretisch, du hättest dir theoretisch sogar noch Zeit lassen können. Theoretisch. Weil du siehst ja, dass keiner Gegner in der Nähe ist. Du hättest den Ball sogar noch aufkommen lassen können. Kontrollieren können, dribbeln können. Aber der Schuss an sich, wäre der oben gegen das Backboard gegangen, der wäre ja immer noch heiß gewesen. Von daher kann man schon machen. Gegner Double Committen. Rotiert zum hinteren Pfosten, ist gut. Freies Tor für den Team, wenn er macht. Ja, okay. Wisst ihr, was auch ein Problem ist, wenn man zur Seite geht? Guck mal, was jetzt passiert beim Kickoff. Nur so als Hinweis. So. Teammate gewinnt den Kickoff. Du bist aber nicht in der Nähe, um da ein Follow-up zu machen oder sonst irgendwo was abzudecken, weil du musst erst von ganz hinten wieder ankommen. Du bist erst jetzt wieder in der Nähe. Das ist natürlich jetzt nicht entscheidend gewesen in gewisser Form. Ich bin der Meinung, zum Full Boost zu gehen, ist nicht unbedingt das Beste. Weil klar, du hast viel Boost. Aber du kannst auch einfach kleine Boostfelder einsammeln und im Play bleiben. Weil wenn du in der Mitte bleibst, du kannst den Ball abfangen, wenn der Teammate verkackt und der aufs Tor kommt. Okay, wenn der Ball offensiv kommt, der geht in die gegnerische Hälfte, kannst du direkt nach vorne stürmen. Okay, finde ich persönlich stärker. Du musst nicht ganz reinpushen, wir sehen ja manche, die machen immer diese All-In-Pushes und sprinten da voll rein. Ich persönlich finde, das ist zu risikohaft. Guter Follow-up. Guter Bump. Guter Schuss. Wir schauen uns der gleichen Platin 3 Gameplay an. Da wird man schon einen Unterschied höchstwahrscheinlich sehen, der recht deutlich ist in Sachen Entscheidungsfindung. Kickoff-Tor, kann man auch nicht so sagen, ist halt einfach ein Tor. Gut nach hinten orientiert, nicht den vorderen Boost geklaut. Okay, die Tore sind ja echt teilweise lächerlich, die hier passieren. Ansonsten schon gut. Oh. Oh, das war ein bisschen lucky. Da kann man auch wieder sagen, pack das Spider-Man-Kostüm weg. Lass es einfach. Das hat die Situation jetzt einfach unnötig schwer gemacht, meiner Meinung nach. So, wollten 50-50 provozieren, finde ich gar nicht verkehrt. Ball kommt wieder gut. Kontrolle oder Yeet, was sehen wir? Kontrolle finde ich auch gut. Ja, Dribbling, oh. Oh. Ja, sehr gut.
Kann man machen. Kann man mal machen fürs 5-3. Ist das wieder so ein Eumeltor? Alter, was für Sorry, das eine Tor war nice, wo du den Pass gespielt hast, aber was für beschissene Tore sind hier denn passiert? Ja, das der Challenge ist richtig, weil der hat ein Double theoretisch, das machst du gut, dass du da springst. Hier, sieht man ja, du hast den Schusswinkel quasi zugemacht. Das war gut. Ich weiß, dass Spieler auf niedrigerem Niveau da nicht gesprungen wären. Passt. Guter Bump. Und so ist er. Ein anderer Spieler hat hier bestimmt gepusht, aber er sieht A links, mein Teammate ist nicht im Play. Der Teammate ist nämlich irgendwo links beim Mittelboost höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal. Ja, er ist links beim Mittelboost. Und wäre er committed, hätte er overcommitted. Und wenn er den Ball verfehlt hätte, also angesprochen, wenn er den Ball verfehlt hätte, dann wäre es jetzt ein Tor gewesen. So konnte er noch verteidigen. War gut, war wichtig. Ja, der Save war ein bisschen shaky, ehrlich gesagt. Aber woran lag das? War der Fast Aerial nicht gut? War das zu spät abgehoben? War kein Fast Aerial, oder? Deswegen. Doch, aber ganz früh Doppel-A gedrückt. Ja, wenn du ein bisschen wartest mit dem zweiten A, dann kannst du ein bisschen mehr rüberkriegen, dann ist der nicht so knapp, aber... Auch schade. Da war tatsächlich richtig viel drin. Und zwar hier in der Situation, wenn du den hier schnell spielst, weil du weißt, ah, mein Teammate ist da vorne, er wartet auf den Pass, der eine ist rechts, der eine ist links. Wenn ich jetzt einen Pass nach vorne spiele, muss mein Teammate den nur einnicken. Du lässt dir aber hier leider ein bisschen zu viel Zeit, da du jetzt hier schon lange sprinten müssen und in der Luft sein müssen. Und so kann der Gegner da natürlich noch stören, weil du den willst ihn kontrollieren. Das ist eine Situation, ganz klassisch, schnell spielen, langsam spielen und da hast du dich falsch entschieden. Und ich gehe da jetzt so drauf ein, weil ansonsten war da sehr viel richtig in der Partie. Aber hier hättest du den Sack zumachen können mit einem 7-4, mit einem Pass. Einfach hier musst du schnell spielen. Du siehst, der ist in der Wand, der kann nicht so schnell zum Ball kommen, so wie er gerade ist. Spätestens jetzt. Jetzt kann er nicht zum Ball kommen. Jetzt musst du spätestens springen, fliegen und den Versuch nach vorne zu jeten. Der andere ist ja hier, der ist ja nicht in Reichweite. Und wenn jetzt der Ball gut kommen würde, das wäre ein Tor. Langer Ball, Tor, stattdessen spielst du langsam. Ist in Ordnung, ist jetzt kein Weltuntergang. Aber ich hätte ihn da nicht kontrolliert. Ganz klassisch. Aber das Gefühl, wenn man schnell, wenn man langsam spielen muss, meiner Meinung nach, kommt das... Was ist denn hier? Was ist denn da jetzt? Was, okay. Meiner Meinung nach kommt es erst ein bisschen spät. Mir persönlich zum Beispiel, mir ist das erst so in Champion 2 wirklich bewusst geworden. Die Situation, wann du schnell und wann du langsam spielen musst. Vorher war das so, ja, ich habe den Ball. Schnell, 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 vorne, vorne, vorne. Und das ist jetzt so ein bisschen in den letzten Monaten, finde ich, das Gefühl gekommen. Gutes Tor. Wie man mit dem Tempo arbeiten muss. Der orientiert sich zum mittleren Pfosten, ist gut. Also das muss man wirklich loben. In Sachen defensive Rotation ist das top. 7-5. Und das war's. Generell eine gute Partie, aber trotzdem eine Partie, wo man Dinge sagen kann, ah, das war gut, das war schlecht, da kannst du noch dran arbeiten. Wenn wir jetzt ganz nitpicky sind, kann man im Grunde sagen, Entscheidungsfindung, dass man wirklich... Wenn das Spiel schnell machbar ist, dass man auch wirklich engaged. Da gab es am Anfang ja auch eine Situation, da hast du ein bisschen gepennt. Ähnliche Situation, da hättest du theoretisch engagen können, warst aber zu vorsichtig, ähnlich wie danach eine Situation. Das ist so ein Mini-Fehler, den habe ich jetzt hier zweimal gesehen. Ansonsten kleine Boostfelder einsammeln, da bist du noch ein bisschen Slalom gefahren und manche. Aber fairerweise, das passiert halt ab und zu. Übrigens, um das zu trainieren mit den kleinen Boostfeldern, müsst ihr den Boost mal hier ausmachen und versucht einfach mal hier lang zu fahren in der Mitte und die ganze Zeit die kleinen Boostfelder einzusammeln. Wenn ihr es nochmal richtig haben wollt, dann springt einfach irgendwo hin auf der Map. Redet vielleicht tausendmal und versucht dann so schnell wie es geht wieder zurück zum Tor zu kommen. Das ist auch hilfreich. Ist auch gut, um die kleinen Boostfelder einzusammeln und das ein bisschen zu lernen. Und der eine Pass war nice, muss man auch sagen. So, jetzt gehen wir in eine Partie, die nicht vom Zuschauer ist, die auf Platin 3 Niveau ist. Der hat dann rühmlich gefragt, dass ich ihn jetzt hier bewerte. Aber er hat einen guten Namen, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Und gucken wir uns jetzt mal kurz die Platin 3 Partie an. Er rotiert zurück. Riesenfehler, er orientiert sich zum großen Boost. Relativ simpel, warum das ein Riesenfehler ist. Hier, er weiß, ah, mein Teammate hat ein 2 gegen 1. Was mache ich also? Ich gehe den längsten Weg zurück, um mein Teammate zu supporten. Weil du hast hier zum Beispiel, haben wir davor besprochen, du hast hier diese kleinen Boostfelder. Spätestens hier ab diesem Boostfeld hast du Supersonic Speed. Und dann sprintst du nach hinten und dann kannst du den tatsächlich noch abfangen. Was du jetzt aber machst, du gehst jetzt hier zum Boost. Und wenn wir mal gucken, wann der erste Supersonic Speed. Immer noch nicht. Ist halt ein bisschen spät. Gegner ist vorne beim Ball, könnte einen Pass spielen und der trödelt hier hinten vom Tor. Ja, da musst du ein bisschen weiter vorpushen. Also wo du stehen müsstest, wäre jetzt im Grunde mindestens hier. Hier so müsstest du stehen. Da hast du immer noch die Chance, dich neu zu orientieren, den Ball abzufangen, nach vorne zu pushen. Jetzt müsstest du hier so ungefähr stehen. Weil wenn der Teammate einen Pass spielt, dass du ihn noch reinmachen kannst. Stattdessen stehst du
hier. Viel zu weit hinten. Und dann eine wichtige Sache, relativ simpel. Sagen wir, der Ball ist hier vorne in der Ecke. Der Teammate ist da vorne mit dem Ball. Was macht man dann? Man will ja hinten verteidigen, man will vorne verteidigen. Du müsstest dann hier so ungefähr stehen. Kannst in der Mitte noch abfangen. Und du musst diese Kreise fahren. Du sollst natürlich nicht zum Beyblade werden auf dem Feld, dass du das hier machst. Aber du solltest schon ab und zu abwägen, je nachdem wie das Spiel sich entwickelt, wer am Ball ist, dass du viel mehr driftest. Er geht nach hinten. Hoher Ball. Einfach mechanischer Fehler. Natürlich hier auch wieder. Er hätte nach zwei Flips übrigens schon Super Sonic Speed haben können, wenn er den Boost ein bisschen eingesetzt hätte vorher. Aber passt. Hier Doppelsprung und er ist vorher am Ball. Fast Aerial. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie der Fast Aerial geht, ich habe dazu ein Tutorial auf meinen Zweitkanal hochgeladen vor fast ein Jahr. Schuss hat er. Starker Pass. Der Pass ist stark. Er hat gesehen, mein Teammate ist vorne. Ich spiele einen Pass. Ich spiele den schnell. Das war richtig, richtig gut. Der Teammate muss machen. Schade. Aber das war ein richtig starker Pass. Was ich übrigens jetzt gemacht hätte in der Situation, an seiner Stelle, ich hätte den Verteidiger weggebammt. Wir sehen das hier so. Wenn er jetzt den Geistermann wegrammt, wenn er sich nicht auf den Ball konzentriert, sondern den Gegner wegrammt oder es versucht, ihn wegzurammen, der Gegner müsste ja ausweichen. Der müsste ausweichen mit einer Rolle. Was passiert dann? Der Teammate ist dahinter. Er weicht aus. Der Ball kullert vielleicht sogar selbst rein. Oder der Teammate pusht durch und macht ihn rein. Also ich wäre auf den Bump gegangen, ehrlich gesagt. Er stattdessen hat einen Pass gespielt, der ja auch hätte ein Tor geben können. Aber der Bump, da ist die Situation unterschätzt. Hier sehr, sehr wild, wie er da pusht. Da er chased gerade im Grunde nur, ist einfach nur Ballchasing, was er macht. Weil er hat keine Chance, an den Ball zu kommen. Er sprintet einfach nur hinterher. Sprintet hinterher, er lässt den Teammate haben. Gut, das verstehe ich nicht. Er sieht, dass der Teammate den Ball vorne hält. Was macht er? Er fährt noch 10 Meter weiter nach hinten. Du hättest dich spätestens in dem Moment, wo du siehst, mein Teammate pusht und hat den Ball gewonnen, der hätte sich nach vorne orientieren müssen. Du hättest nämlich locker schon hier sein können, da, was einfach eine viel bessere Position gewesen wäre. Aber wieder, er geht den längsten Weg, um hinten zu sein. Jetzt, weil er dreht sich ja richtig, er steht quasi richtig, er muss einfach jetzt nur geradeaus fahren, er fährt aber nach links. Wenn er jetzt einfach geradeaus fährt, Mittelboost mitnimmt, dann ist er in 3 Sekunden hinten. Mal gucken, wann das Tor reinkommt. Wenn es vor 2-4 ist, ist nicht seine Schuld, ansonsten hätte er es verteidigen können. 2-4, er hätte hinten sein können. Hätten haben können. Weiß ich übrigens nicht, ob die Zahl stimmt mit 2-4. Moment, ich teste das mal kurz. Hier ist er gelandet, ne? Ich sammle mal den Boost nicht ein. Wir gucken mal. 21, 22, 23, 24, 25. Locker. Locker. Ich glaube, ich komme sogar ohne Boost nach hinten. Achtung, Moment, von hier ungefähr. 21, 22, 23. Locker. Ernsthaft, locker. Du hättest locker zurückkommen können und den verteidigen können. Ist aber auch einfach ein Fehler von Platin 3, dass man zu viel Wert auf den großen Boost legt. Er hat sogar das Feld hier eingesammelt. Also, ja. Danach gewinnt er die Partie, glaube ich, ne? Jetzt, die Gegner haben einfach... Die Gegner haben sich selbst aufgelöst. Das ist ja ganz hart. Aber ja, hier ganz häufiger Fehler. Zu viel Wert auf großen Boost gelegt. Zu weit weg vom Play gewesen. Und viel zu langsam zurückrotiert. Das sind die 3 Sachen, woran er arbeiten muss. Aber gut, ich hoffe, ihr konntet aus dem Video jetzt etwas mitnehmen. Wenn ihr auch eure Wiederholung mal analysiert haben wollt, dann schickt mir die, wie gesagt, Name Bador. Und ich gucke mir die mal an. Und auch da, wie gesagt, schickt mir keine Partien, wo ihr irgendwie mit 10 Tonnen Unterschied gewinnt. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal. Wenn ihr euch im Shop noch den Sensenmann holt, könnt ihr übrigens immer noch sehr gerne meinen Creator-Code BADIPS10 eintragen. Wenn ihr die mal in Aktion sehen wollt, guckt mal ein Video von gestern. Bis dahin, Leute. Und ciao.